So, hallo und vielen, vielen Dank fürs Kommen. Das war der erste Comic-Con-Trailer, den wir jetzt übers Wochenende noch schnell zusammengeschnitten haben für heute. Mein Name ist Jan Wohletz, das ist Stefan Polasek. Wir beide haben bei dem Projekt Regie geführt und das auch geschrieben. Das ist Christoph Derscheid, der Produzent und Visual Effects Artist, der mit mir gemeinsam auch seit 5 Jahren an dem Projekt arbeitet. Herzlich willkommen. Jetzt ist es so, dass beim Stand schon sehr viele Fragen aufgetaucht sind. Was ist die Serie überhaupt? Worum geht's? Wie machen wir das? Was passiert hier? Wenn es von eurer Seite Fragen gibt, dann ist jetzt irgendwo die erste Runde, wo wir sagen können, wir stehen zur Verfügung. Wenn es keine Fragen gibt, schauen wir uns was an. Hallo, nur zu, also um das klarer abzustecken, was Wienerland ist. Wir erzählen halt eine Geschichte, die Elemente aus Fantasy und Western verbindet. In einer Welt, die wir uns gebaut haben, wo verschiedene Fraktionen und Personen aufeinandertreffen, um eine möglichst spannende Geschichte zu erzählen, aber trotzdem irgendwie Platz zu lassen, um die Figuren in den Emotionen irgendwie zu erfassen und Action-Elemente aber dann reinzubringen, die alles ein bisschen aufreißen. Also wir versuchen wirklich eine moderne Serie zu machen mit einem, also in Österreich, die aber international tauglich ist. Und wir haben die letzten 4 Monate mit unserer Crew wirklich Tag und Nacht verbracht, um mit den wenigen Mitteln, die wir hatten, das Bestmögliche rauszuholen. Und das, wir sind jetzt sehr stolz darauf, dass wir das hier zeigen können. Was wir jetzt machen werden, ist ein bisschen über das Making-of zu reden und auch ein paar Special Effects, die wir gemacht haben, genauer zu erörtern. Und wenn es dann Fragen gibt, haben wir natürlich dann genug Zeit, die zu beantworten. Danke. War gestern jemand von euch bei der Premiere? Habt ihr schon gesehen? Und ihr seid trotzdem wiedergekommen. Sehr gut, danke. Alle fünf. Also eine Independent-Produktion. Wir haben im April erfahren, dass es bei der Comic-Con die Möglichkeit gibt, dieses Ding vorzustellen und haben dann eigentlich mit der Pre-Production erst richtig beginnen können, auch teilweise mit dem Casting. Das heißt, wir haben dieses Ding jetzt in den letzten 5 Monaten auf 74 Minuten aufgeblasen, haben versucht, irgendwo was zu liefern, was Bestand halten kann. Es ist jetzt so, auch die Special Effects, über die wir heute reden, wir haben vor 2 Jahren einen Teaser veröffentlicht, eine erste Mood-Studio, der beim Stand gelaufen ist. Ab jetzt läuft der Comic-Con-Trailer beim Stand. Und haben für diese 9-Minuten-Fassung 6 Monate Zeit gehabt in der Post-Production, weil wir eigentlich zu zweit waren. Jetzt hatten wir für 74 Minuten 6 Wochen. Und der Herr neben mir vier ist... Vier. Naja, mit dem Schnitt 6. Und teilweise eben Christoph, der durchgehend vom Computer gesessen ist und einfach nur versucht hat, irgendwo Stück für Stück eine Liste abzuarbeiten, damit man irgendwo dieses Ding herzeigen kann, damit wir durchkommen. Aus unserer Sicht sind wir, also man kann es herzeigen, deswegen werden wir es jetzt auch im Detail besprechen, aber natürlich könnten wir bei jedem einzelnen Shot nur weitere 3 bis 5 Wochen wahrscheinlich mit einem 10-Mann-Team auch investieren. Es ist bei uns natürlich eine Frage des Budgets oder jetzt in dem Fall auch der Zeit. Also die riesen Herausforderung war halt mit keinem Budget und wenig Zeit, einfach trotzdem dieses Ding auf die Beine zu stellen. Und das ist uns nur gelungen, weil wir wirklich ein großartiges Team gehabt haben, das zum größten Teil gratis mitgearbeitet hat. Das heißt, die meisten Kosten, die entstanden sind, sind einfach wirklich in Production Design, Kostüm, Ausstattung, Make-up geflossen. Und leider nicht in die Special Effects, die haben wir einfach selber gemacht. Aber ja. Wir haben jetzt hier, ich nehme mal an, es gibt noch immer keine Fragen. Oh ja, es gibt eine Frage, bitteschön. Einfach nur kurz, wann und wo wird denn Wienerwald zu sehen sein? Wienerland. Ja. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Das wissen wir ehrlich gesagt noch nicht genau, weil wir vor 2 Jahren den Plan hatten, dass wir eine Online-Serie machen, wo wir die erste Staffel gratis auf YouTube herzeigen und 6 mal 10 Minuten produzieren. Durch diese Geschichte jetzt hier mit der Comic-Con haben wir einen 74-minütigen Piloten, den wir jetzt eigentlich gern überarbeiten würden und mit dem wir gern die Finanzierung aufstellen würden für die erste Staffel. Das heißt,
wenn jetzt alles gut läuft, dann sitzt irgendjemand hier und denkt sich, ja, coole Serie, könnte man mal produzieren, ich habe Geld, ich würde das machen, dann wird man wahrscheinlich den Piloten noch nicht so bald sehen, aber dafür dann die ganze Staffel 2016 im Idealfall. Sollte das nicht gelingen, dann werden wir jetzt versuchen, einfach unabhängig und selbstständig weiterzumachen und es dann wahrscheinlich auch Stück für Stück veröffentlichen. Was wir aber auch überlegt haben, ist, ob wir den Piloten als eigenständiges Produkt jetzt einfach nehmen und sobald wir diesen Kreislauf einmal abgeschlossen haben mit möglichen Gesprächen mit Finanzierung oder Investoren, dass man es auf DVD rausbringt oder eben zum Download irgendwo anbietet, um irgendwo die Kosten auch wieder einzuspielen und setzen einfach dann darauf, dass die Fans, die wir schon haben, die ganz großartig sind, dann uns auch helfen, mit uns gemeinsam das Projekt durchzupeitschen irgendwo und dann würden wir Plan B, darf ich das sagen, Herr Produzent? Eigentlich? Ich weiß nicht, was er sagen will, aber sag mal. Also, okay, also unser Plan B war, sollte es jetzt nicht so klappen, wie wir es gerne hätten, dann würden wir auf Crowdfunding setzen und wirklich schauen, dass wir einfach unabhängig weitermachen, was für uns den Vorteil hätte, dass wir wirklich die Geschichte erzählen können, so wie wir sie erzählen wollen und auch mit den Leuten, die halt jetzt mitgearbeitet haben. Weil die Sache ist natürlich, ja, jetzt wäre ich glaube ich aufzureden an dem Punkt, oder? Ja, gut. Und falls wer Geld hat, bitte dann hinten bei mir am Stand abgeben. Ja. Nochmal zurück zur Serie im Allgemeinen. Wir brauchen vielleicht hier und da auch eine Action-Szene drinnen, weil wir doch sehr stark im Fantasy-Drama sind. Also wir nehmen uns auch vom Erzählt, also wieder die es gestern gesehen haben, haben es eh schon mitbekommen, wir nehmen uns sehr viel Zeit für die Figuren und stellen die Charaktere vor. Ist mir nur deshalb wichtig für die noch gar nichts davon gesehen haben. Dass, es geht nicht die ganze Zeit um Action und Effekte, aber heute in diesem Panel halt eben schon hier. Da hinten ist eine Frage, kann das sein? Ja, cool. Danke, du rettest uns. Würden Sie eher die Serie im Fernsehen sehen, halt ORF von der GIS finanziert oder halt auf einem Streaming-Dienst, zum Beispiel auf Netflix? Streaming. Ah ja, stimmt, eigentlich hat er grausam was sagen, ja? Warte mal. Streaming. Also bevor er zum Streaming wird. ORF ist wahrscheinlich, also für eine rein österreichische Serie ist es auf dem Aufhören zu groß, ja? Also wir sehen es schon international, wenn möglich. Und für mich ist Fernsehen ein bisschen tot, ich schaue nie fern zum Beispiel, Streaming permanent, aber es schließt ja das eine das andere nicht aus. Ja. Also Ziel, nachdem so eigentlich als Online-Serie geplant war immer, wer klassischer Streaming ist, sicher bevorzugt als primäre Delivery-Plattform und in weiterer Folge natürlich gern Fernsehen. Ja. Wobei, entschuldige, ich muss noch ergänzen, wie gesagt, so wie vorher schon erwähnt, der ursprüngliche Plan war ja kurze Episoden zu machen, 10 mal 15 Minuten, somit wäre es gar nicht fernsehtauglich gewesen. Mittlerweile hat sich das Projekt so weiterentwickelt, dass wir schon auch in einer fernsehtauglichen Länge sind, weil wir, die erste Staffel soll 8 Folgen a 50 Minuten sein. 50 Minuten ist ein gängiges Format, geht ganz normal, das heißt, die TV-Ausstrahlung ist dadurch natürlich nicht ausgeschlossen. Was den ORF jetzt konkret betrifft, schaut es wahrscheinlich eher schlecht aus, weil wir sind zu englischsprachig für den ORF momentan und haben zu wenig Vorstadtweiber, die da drin vorkommen. Also das Genre ist jetzt nicht unbedingt unsere. Aber wenn der ORF jetzt neue Wege geht und sagt, hey, wir machen auch einmal Genreserien, was extrem cool wäre, Geld hinten abgeben. Dann bitte da drüben mal anmelden, ja. Sonst noch Fragen vielleicht? Ja! Danke, die Nächste, die uns rettet. Ihr könnt irgendwas fragen. Ich wollte nur fragen, ab wie vielen Jahren würdet ihr die Serie empfehlen? 16. Ab 16. Aber es wird natürlich, wenn das dann passiert, wird sowieso eingestuft und geratet. Aber also es gibt, der junge Mann, der da vorne sitzt, ist wahrscheinlich dann noch zu jung für die Serie. Also 16. Danke. Gerne. Ja, bitte. Servus. Hallo. Okay, vorausgeschickt, nicht falsch verstehen, okay? Ja. Ihr sagt, ihr zielt auf primär englischsprachiges Publikum ab. Ja. Ist der Titel dann nicht vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt? Das hören wir zum ersten Mal heute. Der Titel, also es ist so, ich schwanke noch hin und her. Seit 5 Jahren, der Arbeitstitel war eigentlich Wienerland. Weil vor 5 Jahren hat man nur die Hoffnung, dass wir vielleicht Förderungen für Kreativprojekte kriegen aus Wien, dass wir den Wien-Bezug aufbauen. Die ursprüngliche Story war auch noch so eher ein postapokalyptisches Wien. Und so ist der Titel entstanden. Das ist eben 5 Jahre her. Jetzt hat sich es weiterentwickelt. Wir haben keine Förderungen bekommen, weil wir nicht kreativ genug sind. Und der Titel ist aber einfach jetzt für uns. Also,
ganz, um ganz ehrlich zu sein, wenn wir den Titel wechseln müssten für internationalen Markt, würden wir es machen. Ich schwanke aber noch so ein bisschen hin und her, und nur aus Sturheit und weil ich auch diese Frage schon so oft gehört habe, dass wir einfach bleiben, weil ich meine, es ist ein österreichisches Produkt. Wir haben auch von den Einflüssen her in der Story, in der Struktur mit der Kaiserin, die es gibt, wir verbauen auch österreichische Wurzeln da drinnen und bauen das Ganze auch so auf, dass dieses Wienerland, also das wieder der Kontinent heißt, auf dem wir sind. Haben wir uns auf das schon festgelegt? Ja, aber das machen wir. Okay, muss man jetzt nicht besprechen. Also Wienerland kann auch sein, dass es storymäßig eine Region ist, irgendwo, wo etwas passiert ist, und vielleicht kann man es dann auch missverstehen, storytechnisch. Was wir schon, worauf wir schon sehr bedacht sind, ist, dass wir immer Wienerland sagen und nicht Wienerland. Wobei, wenn wir eben, und da sind wir wieder bei der Finanzierung, keine Kohle kriegen, dann machen wir die Porno-Version und dann passt der Titel wieder perfekt. Also so gesehen, schauen wir mal, was passiert. Ich wollte nur mal sagen, es schaut sehr genial aus bisher. Also ich habe gestern das noch nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mir sehr gefallen. Und ich wollte fragen, mir ist jetzt bei der Szene aufgefallen, dass ihr vom Sound her, also jetzt im Sinn von Hintergrundmusik, sehr sparsam vorgeht, was verständlich ist bei einem No-Budget-Projekt. Und ich wollte fragen, wie ihr das generell gehandhabt habt mit Sound und Hintergrundmusik, weil das ja immer mit irgendwie Royalties relativ kompliziert ist, gerade bei Independent-Filmen. Ja, also wir haben in der Folge selber schon sehr viel mehr Musik. Wir haben einen Komponisten auch, der tatsächlich Sachen dafür eingespielt hat, der das komponiert hat, und dann halt noch nicht mit Orchester, weil auch das unser außerhalb unserer Möglichkeiten war, aber ganz gut nachkomponiert hat. Wir haben Sounddesign, und das muss man aber, wie gesagt, in der richtigen Mischung hören, entweder im Kino oder vom Fernseher, dann ist das wirklich auch alles abgedeckt. Also wir haben auch sehr viel Zeit in die Postproduktion vom Sound gesteckt, aber nicht jede Projektion hält dem Stand sozusagen. Ja? Ja, ich wollte euch fragen, was hat euch das bis jetzt gekostet und wie viel bräuchtet ihr, dass ihr weitermachen könnt? Kann man das größenordnungstechnisch irgendwie einschätzen, oder zielt ihr auf einen großen Sponsor hin, oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, schwierig zu beantworten. Wir haben die genaue Kontrolle nicht, wie viel reingesteckt worden ist, weil das Projekt relativ lang gezogen hat und wir immer wieder zwischendurch gedreht haben. So über den Daumen geschätzt ist für einen Piloten und das Vorgeplänkel, ich schätze, es sind ca. 200.000 Euro reingegangen sein. Wobei, nur um das Zehnfache an Arbeitszeit, die nicht bezahlt wurde. Brauchen unter 400 pro Folge, würde ich sagen, wird es absolut schwierig, eher mehr. 700 ungefähr wird wahrscheinlich eine Folge kosten. Was noch immer deutlich unter einer Produktionskostenbudget ist von einer anderen Serie, die auch hierzulande gemacht wird. Aber 700.000 ist... Wir nehmen auch 800 oder so. Wir nehmen auch gerne mehr, aber das wäre das Minimum, wo wir sagen könnten, wir würden auch alle ein bisschen Abstriche machen, dafür würden wir das Projekt weiterleben lassen, wenn wir das halt machen wollen. Also das ist, da, aber irgendwo muss man die Leute auch dafür sorgen, dass die auch erst essen können, dass die Schauspieler kommen, die wir wollen. Das ist auch so ein Punkt dann, doch, wen man noch alle damit holen kann, dass wir Leute dazu kriegen, die eben vielleicht jetzt eben Kostüme machen können und die Maske machen können. Das sind alles Materialien, die kosten Sachen. Ohne dass wir jetzt damit reich werden, können wir zumindest die erste Staffel mit 700.000 Pi mal Daumen pro Folge finanzieren. Ah, ich war gestern auf der Premiere und ich muss sagen, es ist wirklich geil. Dankeschön. Mir ist wirklich gut gefallen, ich hoffe, das wird was. Und meine Frage bezieht sich auf die Schauspieler. Sind die gecastet worden oder sind die freiwillig zu euch gekommen? Die sind freiwillig zum Casting gekommen, oder? Nein, die sind, wir haben ja eigentlich 2 Jahre gecastet. Weil wir haben schon, also es gibt auch Darsteller, die auch gestern bei der Premiere waren, denen wir vor 2 Jahren schon gesagt haben, hey, cool, du bist super spannend für die Rolle, du musst unbedingt wiederkommen. Nur ist dann die Rolle im Piloten nicht vorgekommen, das heißt, seit 2 Jahren hat die einfach gar nichts gehört. Aber das war eben eine der schönsten Erfahrungen bei dieser ganzen Produktion, dass wir wirklich, wirklich gute Leute in Österreich haben, die, also wir haben erstens einmal internationale Leute, die in Österreich und in Wien leben, und so wie David, der eben den Kramer spielt, der absolut großartig ist. Wir haben aber auch wirklich gute österreichische junge Leute, die aber die Möglichkeit teilweise nicht bekommen, weil viele teilen dieses Schicksal der Wasserleiche bei Cop Stories oder so und haben aber so viel starkes Potenzial, und durch diesen Casting-Prozess, und das war eben die allerschönste Erfahrung für uns, wie enthusiastisch die Leute mitmachen, nicht aufs Geld schauen und sagen, okay,
wir machen gratis mit, weil es ist ein cooles Projekt, das interessiert uns und wir freuen uns über die Figuren, die wir da darstellen können und was sie auch daraus gemacht haben. Und das ist, ich meine, das ist dafür, dass wir erst am Anfang stehen, ich bin gespannt, was da noch kommen kann. Und das war echt, echt cool. Aber eigentlich, möchtest du, oder kann ich da was ergänzen? Nein, das ist ja. Also, ja, oh, das ist groß, Entschuldigung. Nein, von was mich fasziniert hat, und auch bei kleineren Produktionen weiß man, dass es teilweise ja, wenn mehr als drei Schauspieler am Set sind, schwierig sein kann. Und wir haben jetzt insgesamt knapp 100 Leute vor der Kamera gehabt. Es hat keine Situation gegeben, wo wir irgendwo Zickenkrieg, Terror oder irgendwelche komischen Sachen gehabt haben. Das war wirklich durchgehend angenehm und das hat mich echt fasziniert. Hab nicht damit gerechnet. Nächste Frage. Okay. Ja, ich war auch gestern bei der Premiere und war auch sehr begeistert, muss ich sagen. Nochmal. Dankeschön. So, hören Sie es jetzt? Die sind übrigens, die Leute, die Fragen stellen, sind nicht von uns engagiert. Also die bekommt das Geld später. Okay, mir ist nur aufgefallen, dass die Mädels alle ziemlich gleich alt waren, also von der Alterskohorte. Und ich wollte fragen, ist das angedacht, wenn ihr mehr Budget habt, dass ihr da vielleicht ein bisschen mehr variiert, also vielleicht auch eine Rolle, eine Frau, die vielleicht 10, 15 Jahre älter ist als der Schnitt. Bei mir ist aufgefallen, einfach vom Spiel her, die waren alle so vom, also mir ist es besonders bei den Mädels aufgefallen, weil ich den Eindruck hatte, dass die Männer doch mehr durchmischt waren altersmäßig. Ja. Dass das ein bisschen, finde ich, dann ein bisschen Dynamik genommen hat. Ja, das war also speziell, weil eben das ist ein Ort, wo die, wo ein Teil spielt. Ja, in dem Beruf. Halt, in dem Beruf sind halt quasi eher jüngere Damen in dem Teehaus. Ja. Aber das wird von einer älteren, sehr mächtigen Dame geführt, die noch nicht hier aufgetaucht ist. Okay, es gibt auch noch eben die Kaiserin, die ist zwar etwas jünger, aber ihre... Die ist natürlich älter. Ja, genau. Ja. Aber der General der Armee ist eine Frau, die auch etwas älter ist, sehr erfahren ist, sehr stark. Wir hätten sie schon gecastet, wir haben sie noch nicht hier drinnen im Trailer, wir würden in den nächsten Folgen auftauchen. Wir haben vor, prinzipiell alles wirklich zu mischen, komplett altersmäßig. Je diverser es ist, desto interessanter ist es auch, wenn natürlich neue Konflikte entstehen, mit denen man Figuren spielen kann. Ja. Das ist also nur in dem speziellen Fall, in dem Ausschnitt, den man gesehen hat in der ersten Episode, jetzt mal so. Okay. Mir ist noch aufgefallen, dass der einzige Wien-Bezug in dem ganzen Pilot war eigentlich ein Kugelhupf im Buff, also irgendwie im Hinterzimmer. Ja, das ist, und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich, also wenn ihr vielleicht über das Crowd einmal die Leute fragen würdet, ob sie nicht Titelvorschläge hätten, ich glaube, ihr würdet auf eine Menge geiler Ideen kommen. Und ich meine, ich bin auch ein großer Wien-Fan und ich verstehe das und diese, aber es ist... Es ist, wie gesagt, der Titel ist ein bisschen ein Relikt aus der vergangenen Tagen, dass er ein bisschen eine Eigendynamik bekommen hat im Grunde des Prozesses. Wenn ein Arbeitstitel bei einem Projekt sehr, sehr lange dabei ist, dann fängt man mal an, nennen wir es mal so, und dann sagt man, spricht man immer darüber, dann kriegt es eine Identität. Mhm. Wenn wir jetzt aber tatsächlich mit dem Ding rausgehen, dann ist das natürlich eine Diskussionssache, wie die Serie jetzt wirklich heißt, um es vielleicht weniger konkret an einen Ort zu binden und aber trotzdem irgendwie was zu behalten. Wir arbeiten dran im Hintergrund auf jeden Fall. Noch eine letzte Frage, Entschuldigung. Habt ihr, wie viel war der Prozentsatz Native Speaker Österreicher? Weil ich hatte auch den Eindruck, also vielleicht war der falsch, dass die Männer eher Native Speaker waren mehr oder und die Frauen weniger, oder ist das, war das, Nein, ist das ist, also es waren wirkliche Native Speaker ein relativ geringer Teil. Der Rest war wirklich... Jetzt muss ich das Mikro wegnehmen, das stimmt überhaupt nicht. Nein, was wir hatten oder haben, sind einfach unterschiedliche Akzente, weil wir eben, wir haben die Clara, die Clara Montocchio, die Mili spielt, hat einen südafrikanischen Akzent. Wir haben, also das war für uns ein sehr großes Thema, wie wir das eben, vor allem wenn wir es auf Englisch eben produzieren. Wir haben die Geschichte bei uns ist so, dass Menschen eigentlich auf einen anderen Kontinent kommen und den erobert haben und einfach die Fabelwesen wie Elfen, Zwerge und sonstiges irgendwo unterdrücken und sie des Landes bemächtigt haben. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt als Menschen, so wie wir sind, auf einen neuen Kontinent kämen, dann hätten wir auch unterschiedliche Akzente. Und die Gemeinsprache ist halt einfach Englisch. Und diese Mischung, glaube ich, funktioniert sehr gut. So, dass man nicht rausgerissen wird. Wenn ich jetzt ein Österreicher reinstelle und sagt, hey, du bist jetzt ein amerikanischer Polizist, dann ist es eher peinlich. Wenn ich sage, okay, so, die Citywatch redet so, das sind jetzt kein Nazi, darf man vom Panel, aber ist kein Ersatz dafür, auch wenn das Regime natürlich irgendwo Ähnlichkeiten hat, wobei die in der Geschichte dann weiter, wird man draufkommen, vielleicht sogar die Guten sind, aber keine Ahnung, aber
es ist nicht so, dass die jetzt zum Beispiel alle einen deutschen Akzent haben irgendwo. Und auch bei den, um nochmal zurückzukommen auf den Altersunterschied bei den Frauen, was halt auch ist, wir haben jetzt sehr viele Elfen, die halt natürlich anders altern. Und das ist halt für uns, für die Produktion ein Vorteil, weil wir halt natürlich viele jüngere Leute motivieren können, aber wir haben auch gute Älteren. Was man auch noch sagen muss, ist, auch bei denen, die du gestern onscreen gesehen hast, haben einen Altersunterschied von 20 Jahren. Ich kann nichts dafür, dass die so gut ausschauen teilweise. Okay. Das war wahrscheinlich das Make-up. So, Dankeschön. Okay. Wenn ihr euren Pilot mit der Riesenszene, wenn das die erste Szene wäre, ja, und dann erst die mit dem Bauernhof, ja, dann wäre es, also dann glaube ich, hättet ihr keine Probleme, den Geldbringer ganz schnell aufzustellen. Auch nicht, da bräuchte jetzt auch keine 73 Minuten, da würden wahrscheinlich 30 Minuten wahrscheinlich auch reichen. Ja, weil sagst du uns jetzt, hätten wir Zeit sparen können. Nein, weil die ist wirklich, also ist meine absolute Lieblingsszene, wirklich. Die Riesenszene? Die Riesenszene ist wirklich genial. Also das ist ja, echt gut ab. Dankeschön. Super, super gemacht, ja. Die Riesenszene hat mir den letzten Nerv gekostet. Also. Ja, aber hat sich ausgezahlt. Aber ja, wobei man da wieder sagen muss, die Riesenszene alleine. Das ist das, ich glaube, der Fehler, den wir selber auch gemacht haben beim Teaser zum Beispiel, vor 2 Jahren. Es sind Leute, die man nicht kennt, die aufeinander zugehen und dann ein bisschen ballern. Und ja, ist für. Und ihr habt eine schöne Landschaftsaufnahme am Anfang. Also es kommt so, man hat so das Gefühl, da kommt eine Weite, man ist irgendwo, man kann sich verorten. Die haben aber bei der Bauernhofszene auch am Anfang. Aber die ist aber, sag ich mal, nicht so eindrucksvoll, wie was ihr da gemacht habt mit dieser. Also ich meine, Entschuldigung, ja, ich. Ja, wobei, du musst ja, wenn du den Piloten als Ganzes betrachtest, vom Pacing her schauen. Okay. Weil wenn ich mit der Szene beginne und dann einfach nur noch Dialogszenen habe, dann wärst du wahrscheinlich gestern auch rausgegangen bei der Hälfte. So wie 4 andere. Ich habe den Eindruck gehabt, ihr macht es so nach der Wichtigkeit der Personen. Ne? Also Nein, gar nicht. Es hat nicht den Filmcharakter, auch nicht von der Struktur, es ist eine Pilotfolge. Ich muss meine Figuren erst kennenlernen. Ich habe natürlich Ortswechsel und ja, muss man diese Zeit am Anfang nehmen. Die geben wir ihnen. Schauen wir, was dabei rauskommt. Aber echt extrem gut gespielt auch, also von allen. Dankeschön. Respekt. Danke nochmal, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine vielen Fragen. So. Dann kommen wir zum Thema noch von den Special Effects von der Riesenszene, wo wir zumindest einen Fan schon haben von der Szene. Und der, nicht nur Riese. Also nicht nur Riese. Also der Cross hat noch ein Making-of vorbereitet in einer Nacht- und Nebelaktion. Das Film sofort noch. Okay, geht das Intro, wo wir in Salzburg gedreht haben. Generell schwierige Situation, ein Tag Nebel, Regen, finster, nächster Tag strahlender Sonnenschein. Viele, viele Hochspannungsleitungen im Hintergrund, die nicht so ganz reinpasst haben. Also ist beim Intro nicht so wichtig, kommt dann später noch. Ja? Also wir versucht irgendwie diese doch schon spektakuläre Landschaft doch noch ein bisschen aufzufetten und schaut dann ungefähr so aus. Ist auch nicht die endgültige Farbe, muss ich dazu sagen, weil das Grading ist parallel passiert, also in etwa so schaut es aus. Brücke ist eine relativ wichtige Szene gewesen, weil wir lange diskutiert haben. Da haben sie mich in den Wahnsinn getrieben, wir haben es glaube ich 15 Mal umgebaut und 15 Mal ganz anders. Nicht glaub, wichtige Szene ist übertrieben, weil Szene. Es geht jemand über die Brücke. Aber es ist einer der Shots, wo man was von dieser Stadt sieht, die Stadt ist ja wichtig. Ja? Also es geht jemand über die Brücke, das war das Briefing quasi, ja. Schaut dann so aus. So. Wir hatten keine große Greenscreen. Unser Setbauer übrigens hier rechts in der Mitte, oder der Set-Designer. Ein genialer, unser Director of Photography. Also an dem Tag mussten alle hinter der Kamera vor die Kamera. Ja? So ein paar Schiffchen, Fähnchen. Diese furchtbaren Vögel. Ja. In jedem Special Effect Shot hat er seine Vögel reingeschmuggelt. So
Aber das macht man muss ja Katzen reinschmuggeln. Ich bekomme die Katzen an. Ich muss dazu sagen, wir haben das Teehaus gedreht bei uns im Studio im Hof, der nicht wahnsinnig groß ist. Und auch da haben wir ewig diskutiert, was machen wir echt, was machen wir nicht echt. Das, im Endeffekt ist das hier rausgekommen. Man sieht jetzt quasi gleich die Originalaufnahme. Sehr schön mit Satellitenschüssel. Ne? Und Wäsche, Stefan wird unbedingt Wäsche drin, haben den Wind, ganz wichtig. Jetzt kommt der Riese, genau. So Riesenszene generell, das Ganze ist gedreht worden im Studio in einem 2x3 Meter Kobel aus Pappmaché mehr oder weniger und ein Hasendraht. Sehr schön gemacht, ja. Mehr haben wir einfach nicht gehabt, ja. Also wir haben wenig Platz gehabt und wenig Zeit, also tricksen. Und wir hatten keine echte Fackel, das war das nächste Problem. Wir hatten schon eine, aber die Chance, dass das Studio auffackelt, war zu hoch. Also jetzt ist er mit einem LED-Ding rumgerannt. Wir mussten wirklich bei jeder Szene mit Fackel die Fackel einbauen. Das heißt, die komplette Riesenszene ist jede Szene ein Effekt. Ich glaube, wir haben 2 Shots drin ohne. Ah, der Riese. Die war besonders lustig, weil da haben wir gedreht, auch aus Platzgründen, vor der Greenscreen laufende Menschen. Jetzt kannst du auf einem normalen Greenscreen ungefähr 1,5 Meter rennen und bist draußen. Das heißt, er hat versucht am Stand zu rennen, was unglaublich peinlich und lächerlich ausschaut normalerweise. Aber irgendwie hat das mit dem Zoomen und Vergrößern dann doch halbwegs funktioniert und man sieht gleich die Originalaufnahmen davon. Was man noch dazu sagen muss, selbst bei diesen komplexen Konstrukten, die der Koss hier zeigt, das ist immer nur die Endversion. Um dorthin zu kommen, haben wir noch 4 oder 5 Entwürfe natürlich gehabt, die schwerstens diskutiert werden und dazu kommt aber immer Renderzeit und sonstiges, bis wir uns einmal auf den Hintergrund geeinigt haben oder auf das Wäschestück, das dort hängt. Ja, dauert ein bisschen. Was? Also er hat ziemlich viel mit uns mitgemacht, weil wir haben fast jeden Tag 3 Entwürfe zurückgeschmissen und egal, wenn man 20 Stunden durcharbeitet, dann schickt man es und hört nur, nein, geht nicht, ist relativ frustrierend. Warum hat denn das so eine Farbe da oben? Ja. Weil so, ja. Das Problem, wenn du es machst, siehst du es auch nie in Echtzeit. Das dauert einmal teilweise ewig zum Rendern, dann rendert es raus, dann kommst du drauf, ah, da oben ist was falsch, machen wir es nochmal, das geht dann ca. 40 Mal. Das ist wie man einen Shot wegen 4 Euro für eine Zündkerze, weil die 4 Euro hätten wir gehabt, eine Zündkerze, wenn man in Salzburg einer nicht kriegt. Und das ist verdammt der Motorrad halt funktioniert. Wir haben es reparieren lassen, restaurieren lassen, haben die Kupplung ausgetauscht, die hat auch funktioniert, nur der Motor ist nicht mehr gegangen. Ja? Warum wissen wir bis heute nicht? Jedenfalls, wir hatten dort keine verdammte Zündkerze und konnten auch keine auftreiben irgendwann am Berg. So, jetzt ist das Ganze etwas komplexer geworden. Wir mussten abschleppen. Ja? Und wenn ihr jemals ein Auto etwas abschleppt und dann raushört, jetzt nehmt kein flexibles Seil. Das Ding geht nämlich so. Also gerade Seil hätte man relativ leicht rausretuschieren können, aber das war etwas schwieriger. Ja? Das sind die Endszene dazu, das ist aber schön erweitert. Ja, das klassische Problem, Strommasten, Nebel, eben all diese Dinge mussten dann wirklich auch angeglichen und rausgeschmissen werden mit neuen Hintergründen und war recht mühsam. Oft geht's ganz easy. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Oh, jetzt haben wir noch eine Frage, Dankeschön. Hast du einen Geigenstrick und einen Hals eigentlich? Cool. Leider konnte ich gestern nicht teilnehmen. Ich habe die Frage, welche Software benutzt ihr zum Rendern und zum Rausschreiben? Ist das irgendeine bestimmte? Oder? Für die Effekte oder zum Schnitt? Beides, was interessiert mich beides? Schnitt, Premiere, Compositing, After Effects hauptsächlich, Mocha, 3D Cinema. Okay. Und diverse Hilfsprogramme in rauen Mengen, ja. Und viele Stockfotos. Wo habt ihr denn überall gedreht? Wir waren jetzt wir haben ein Studio gemietet, also ein Studio nicht, sondern eigentlich ein ehemaliges Kaiserkino gemietet in Niederösterreich, das wir als Studio nutzen konnten und umgebaut haben für die Innenaufnahmen. Wir waren in Salzburg, also in Flachau, Flachau-Winkel, und
dann noch in Hainburg. Hainburg und Baden, also jetzt einmal Wien, Niederösterreich so in der Umgebung und halt dann noch Salzburg für die erste Folge. Es ist eigentlich weniger eine Frage, sondern eher eine Bitte. Ich würde den Titel nicht ändern, ja, weil genau dieser Kugelhupf, ja, diese Beiwagenmaschine, ja, und dieses typisch österreichische bzw. dieses typisch wienerische, ja, das würde ich auf jeden Fall beibehalten und mich nicht kaufen lassen und das weggeben. Ja. Ich würde die Pilotfolge in österreichisch oder sogar vielleicht in wienerisch übersetzen und sofort auf DVD rausbringen, ja, das und damit was wieder machen, ja, aber ich würde auf jeden Fall euren Wurzeln treu bleiben, ja. Was ich war auch gestern auf der Premiere, also ich finde das absolut genial, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ja. Ich habe mich nur mehr oder weniger gefreut, ja, dass man mehr diese Orks, ja, die ja wirklich von der Maske her genial sind, ja, die sind halt in diesem Film oder in diesem Pilot noch nicht so rausgekommen. Ja. Und das ist eigentlich das, was zeigt, was es wirklich könnt, finde ich. Ja. Dankeschön. Und ich kann nur nochmal sagen, also ich finde es absolut genial. Mir ist es ja beim Dreh schon so gegangen, weil wir im Hinterkopf hatten, cool wäre wirklich wienerische Variante, also auch im Dialekt. Ja. Ich habe teilweise die Szene, wenn sie es in Englisch spielt, haben schon mit die Parodieversion gehabt. Also mein Traum wäre, das komplette Ding zu nehmen, Tonspur löschen und das Marschick in die Hand drücken, macht's was wollt. Ja. Schauen wir mal. Wir beide versuchen halt auf, hey, wir machen ein Fantasy-Drama und dann hört man drüben, Kramer kommt und sagt, was tust denn du da oder was ist denn leicht da mit dir? Also, es wird spannend, aber ist auf jeden Fall geplant irgendwo in einer Form. Aber nochmal danke für den Feedback, was die Anzahl der Orks betrifft. Das ist halt so eine Geschichte, weißt du, der sitzt 6 Stunden in der Maske für eine Aufnahme, die er genau hat, nämlich eine Kill-Szene, Spoiler. Wir hätten gern mehr, aber da fehlt dann eben auch wirklich das Budget. Und jetzt haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwie so halbe Lösungen irgendwo machen, versuchen wir es einfach so zu schreiben, dass man trotzdem das Gefühl kriegt und die Stimmung. Aber in Wahrheit von den Fantasy-Elementen stimmt, sind wir jetzt noch ein bisschen reduziert. Aber wenn wir dann von der Geschichte, wenn diese Reise dann eigentlich endlich beginnt und wir dann in dieses Außenland kommen, dann brauche ich dann spätestens genug Budget, also spätestens dann genug Budget für mein Ork-Lager oder meine Ork-Gang auf Motorrädern, weil das ist halt das, warum wir die ganze Geschichte überhaupt machen. Damit wir eben von diesen klassischen Fantasy-Geschichten wegkommen und das ein bisschen moderner, Ork auf Pferd vertragt sie nicht, also muss er mit dem Motorrad fahren. Also es wird hoffentlich ganz cool. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, wir lassen nur einmal den Trailer laufen, weil das vorher relativ spontan, da haben wir noch keine Aufmerksamkeit gehabt. Und würden uns dann bei euch bedanken fürs Kommen. Und bitte, bitte, bitte unterstützt unser Projekt. Wir haben die Facebook-Fanpage, ein Like dort, ein Teilen, sonstiges. Das ist für uns einfach eine Möglichkeit, das ganze Ding irgendwo weiterzutreiben. Also ohne Fans geht's nicht. Danke für die, die es schon gemacht haben. Und noch viel Spaß auf der Comic-Con.